im sportlichen Kurzschwung die Piste herunter. Wenn dir da das Herz aufgeht, dann bist du bei diesem Skitest-Video mit den Top-Modellen der Saison 21/22 genau richtig. Viel Spaß damit! Und damit begrüße ich dich und heiße dich herzlich willkommen am Pitztaler Gletscher bei traumhaften Verhältnissen und auch bei snowhow.de, dein Kanal für Skitest-Videos auf YouTube. Und heute haben wir dir vier der Top-Modelle im Bereich der Slalom-Cover aus der Saison 2021/22 mitgebracht. Und wie du weißt, bei unseren Videos stehst du im Mittelpunkt. Wir möchten dir erklären, welches der einzelnen vier Modelle genau auf deinen Fahrstil gut passen könnte. Deswegen vorab die Frage an dich, worauf legst du Wert? Was ist bei deinem Kurzschwung wichtig? Schreib das auch gerne unten in die Kommentare. Dort können wir beraten und informieren. Doch bevor wir auf die einzelnen Modelle im Detail eingehen, klären wir erstmal die Kategorie der Slalom-Carver. Wann ist genau solch ein Ski für dich geeignet? Eben dann, wenn du ein fortgeschrittener bis sportlicher Skifahrer bist, hauptsächlich auf der Piste und vor allen Dingen schön frisch präpariert, vielleicht auch die harte Piste da favorisierst. Und das dritte, wenn du im Kurzschwung, im Slalom-Radius unterwegs sein möchtest, dann bist du hier zu Hause und wir haben diese Ski ausgiebig getestet, um alles herauszuarbeiten. Die Aufnahmen dazu, die siehst du jetzt. Das hat richtig Spaß gemacht, diese Ski zu testen, wieselflink auf der Piste, von links nach rechts im Slalomradius unterwegs zu sein und das bei traumhaften Testbedingungen hier oben. Jetzt geht es darum, jedes einzelne Modell nochmal eigenständig durchzugehen und dir zu sagen, was sich für dich eignen könnte. Starten wir dabei mit einem Klassiker in dieser Kategorie und das ist der Head World Cup Rebels ESL. Er ist für dich geeignet, wenn du einen reinrassigen SL-Ski suchst, der dich auch mal mitnimmt in den Slalomkurs und der auf der Piste einfach sehr sportlich im Kurzschwung unterwegs ist. Jetzt wird es etwas breitbandiger mit dem Atomic Redstar S9 Revo Shock. Dieser Ski stellt dich auch mal bei variablen Kurvenfahrten ganz gut auf, insbesondere dann, wenn es auch mal aufgeworfen ist. Das heißt für dich, wenn du einen Slalom-Ski suchst, der dich breit am Berg aufstellt, mit dem du mal den Kurzschwung, aber auch mal den längeren fahren kannst und vor allen Dingen auch mal beim zerpflückten Gelände unterwegs sein kannst, dann ist der Atomic eine gute Wahl für dich. Wir kommen zum Völkel Race Tiger SL, auch das ein Klassiker unter den Slalom-Carvern, doch dieses Jahr haben wir euch das Master-Modell mitgebracht, das schon sehr nahe an das FIS-Modell kommt und es ist vor allen Dingen für dich geeignet, wenn du technisch auf einem sehr hohen Niveau sehr sportliche Carving-Schwünge im Kurzschwung fahren möchtest. Wenn du das nicht so verbissen angehen möchtest, dann eignet sich der normale Race Tiger SL vielleicht besser für dich. Und last but not least in diesem Slalom-Carver-Skitest haben wir euch den Elan Ace SLX mitgebracht und der hat mich beim Fahren schon fast an einen Fun-Carver erinnert. Hinlegen, einsteigen, Spaß haben. Da geht es nicht nur um die verbissenen kurzen Radien, sondern du kannst gut auch mal agil in die längeren Radien gehen. Das heißt für dich, wenn du einen Slalom-Carver suchst, der dir die Kurveneinleitung leicht macht, der dich breitbandiger aufstellt, dann ist der Elan eine sehr gute Wahl für dich. Wenn du ergänzende Informationen wie die Radiusangaben, die verschiedenen verfügbaren Längen und auch den aktuellen Preis suchst, dann schau gern bei unserem Online-Shop snow-how.de vorbei oder auch unten in der Beschreibung, denn da haben wir alle vier Skimodelle verlinkt. Einfach reinklicken und die Informationen genießen. Und jetzt fasse ich noch mal kurz zusammen, was die einzelnen Skimodelle ausmacht. Einmal der Head World Cup Rebels ESL, ein reinrassiger SL-Ski, der dich mitnimmt in sportliche Kurven. Dann der Atomic Redstar S9 Revo Shock, ein SL, der breitbandiger aufgestellt ist, mit dem du auch mal den mittellangen Radius gut fahren kannst und auch mal im aufgeworfenen Gelände.
Dann der Völke Race Tiger SL Master, schon sehr nahe dem FIS-Modell. Da wird von dir ein hohes sportliches Niveau abverlangt. Und der Elan Ace SLX, ein breitbandig aufgestellter Slalom-Carver, der dich gerne auch mal mit in die mittleren Radien nimmt und mit dem du sehr agil und sportlich auf der Piste unterwegs sein kannst. Und damit sage ich ganz herzlichen Dank fürs Einschalten zu diesem Skitest hier oben vom Pitztaler Gletscher. Gerade genießen wir noch ein bisschen die Sonne und ich hoffe, du genießt als nächstes dieses Video, was hier eingeblendet ist. Jetzt direkt hinspringen und wir sehen uns dann wieder. Vielen Dank und ciao.